meine lieben Freunde. Ihr sollt wissen, dass die Engel stets eure Begleiter sind. So solltest du den Kontakt zu ihnen halten und mit deinem Schutzengel öfters meditieren. Das ist ganz einfach. Also, wenn du ein Problem hast, kannst du deinen persönlichen Engel, deinen Schutzengel rufen. Er ist ein treuer Begleiter und beschützt dich wie einen Freund. Das ist völlig anders als bei unseren Mitmenschen. Denn Engel haben keine Erwartungen an uns. Sie haben nur Liebe. Und sie lieben uns so sehr und das bedingungslos. Man kann es vergleichen mit einer Mutter-Kind-Beziehung. So in etwa kann ich es erklären. Nimm den Kontakt also zu deinem Schutzengel auf und meditiere, was wirklich einfach ist. Und ich sage dir jetzt, wie du es machen musst. Ja, es ist ein kleiner Befehl. Es ist nicht so schwer, mit deinem Engel Kontakt aufzunehmen. Als erstes musst du dir eine angenehme Atmosphäre schaffen. Zum Beispiel, stelle einen Stuhl oder Sessel bereit oder lege auf den Boden ein kuscheliges, großes Kissen hin oder setze dich auf dein Sofa. Es sollte ein angenehmer, ruhiger Platz sein, wo du ungestört bist. Auch kein Telefon sollte dich stören. So, wenn du das hast, dann beginnen wir. Und zwar, du schließt deine Augen. Du schließt deine Augen. Und du konzentrierst dich. Jetzt stellst du dir vor, du bist in einem Raum, wo du dich wohl und sicher fühlst. Du bist ganz entspannt und zufrieden. Und du atmest ruhig ein und aus. Du visualisierst dir diesen Raum und schaust dich in dem Raum um. Und dann entdeckst du eine Tür. Und du öffnest sie. Wenn du die Tür geöffnet hast, erblickst du eine wundervolle Blumenwiese. Du schaust über die Wiese. Und nun siehst du in der Ferne ein Wesen. Du erkennst nicht, was und wer es ist. Doch dieses Wesen zieht dich magisch an. Es kommt auf dich zu. Und nun weißt du es. Es ist dein Schutzengel. Präge dir das Bild des Engels ein. Umarme ihn und fühle dich geborgen. Sage ihm deinen Kummer und er sagt dir, was du tun sollst. Er gibt dir Ruhe und Geborgenheit und hilft dir aus deinem Tief. Das war dann deine erste Meditation und Begegnung mit deinem Schutzengel, die du immer, wann und wo du willst, wiederholen kannst. Zum Beispiel,
Zum Beispiel kannst du die Meditation in der Natur machen, wo du ungestört und alleine bist. Vielleicht suchst du dir einen schönen Baum, an dem du sitzt, dich an den Stamm lehnst, deine Augen schließt und meditierst. Du wirst staunen, wie schnell du das lernst, wie schnell es geht. Und du dich immer wieder in Freude in so einer Meditation mit deinem Schutzengel zusammenfindest. Es kann aber auch sein, dass du kein Wesen, keinen Engel siehst, nichts, sondern nur wundervolle Farben oder ein helles Licht oder viele, viele helle Punkte. Das ist völlig egal, was du siehst. Doch wenn du irgendetwas siehst, dann hast du den Kontakt zu deinem Schutzengel hergestellt. Übung macht den Meister, denn kein Meister ist vom Himmel gefallen. Solltest du trotzdem nicht zurechtkommen, dann kannst du mich gern anrufen und ich helfe dir dabei. Nun probiert es. In Liebe, eure Deria.